Mit der Navigationsfunktion Ihres Infotainment-Systems erreichen Sie schnell und sicher Ihr gewünschtes Ziel. Lernen Sie, wie Sie einfach Ihr Navigationssystem bedienen können und welche Funktionen Sie auf Ihrer Reise unterstützen. So können Sie den Fahralltag und längere Fahrten noch entspannter gestalten. Wechseln Sie auf die Navigationskarte, indem Sie die Taste Navigation drücken. Um Live-Navigation verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass der Dienst im Opel Connect Store aktiviert ist. Überprüfen Sie nun den Aktivierungsstatus in Ihrem Fahrzeug und ob der Datenschutzmodus entsprechend eingestellt ist. Tippen Sie dazu auf das Nachrichtensymbol und öffnen Sie Datendienste. Tippen Sie auf den Globus, um den Dienst- und Verbindungsstatus zu aktualisieren und zu überprüfen. Kehren Sie nun zum vorherigen Bildschirm zurück und öffnen Sie den Privatmodus, um zu prüfen, ob Datenverbindung und Fahrzeugposition aktiv ist, was die Nutzung von Live-Navigation ermöglicht. Bestätigen Sie die Einstellungen. Stellen Sie im Personalisierungsmenü sicher, dass Sie die Datenschutzeinstellungen für jedes Profil einzeln anpassen. Auf der Karte zeigt TomTom Traffic an, dass Ihre Live-Navigationsdienste aktiviert und verbunden sind. Sie können nun Ihr Navigationssystem inklusive der Live-Navigation verwenden. Um eine Zielführung zu starten, öffnen Sie das Navigationsmenü. Hier können Sie nach verschiedenen Arten von Zielen suchen, zum Beispiel nach Adressen oder Sonderzielen. Wählen Sie eine Adresse aus. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Land der Adresse entsprechend eingestellt ist. Geben Sie den Namen einer Stadt ein und wählen Sie die entsprechende Stadt aus. Bestätigen Sie die Adresse. Die Zielführung mit Live-Verkehrsinformationen wird gestartet. Überprüfen Sie, ob TomTom Traffic aktiv ist, um sicherzugehen, dass der Dienst aktiv und verbunden ist. Die Leiste zeigt Vorfälle entlang Ihrer Route und schätzt die Ankunftszeit einschließlich auftretender Verspätungen. Sie können ganz einfach auswählen, welche Live-Dienste auf der Karte angezeigt werden sollen. Öffnen Sie einfach die Karteneinstellungen und wählen Sie den gewünschten Dienst aus der Liste. Wussten Sie, Sie können ganz einfach eine Tankstelle als Wegpunkt hinzufügen, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen und sie als Wegpunkt bestätigen.